Was geht ab, gewisse Seedback Monster Gaming mit einem weiteren Reaction-Video für euch. Ja, diesmal handelt es sich um Dragon Ball Fighters. Und zwar wurde ein weiterer Charakter zu Standards Goku und Standards oder Base Goku und Base Vegeta angekündigt. Und zwar ist das cooler. Und da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf, weil ich habe Dragon Ball Fighters mir vor kurzem geholt. Und deswegen schauen wir uns den Trailer auch jetzt an. Rated T for Teen. Disappear. Despair once again. Yamcha. Du lernst es nie. Ja, das ist Saiyan-Saga, das hier. Das wird jetzt. Der Anfang wird sich erstmal um Base Vegeta und Base Goku drehen. Ich kam gerade nicht auf den Namen. Weil ich jetzt gerade wusste, ob ich Base Vegeta gesagt habe. Oh, da ist Base Goku. Nicht schlecht. Ich müsste mir mal die Season Pass davon holen. Damit ich die ganzen Charaktere mal bekomme. Definitiv. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ein Kaioken Kamehameha? Hat er? Ah, das ist bestimmt ein Ku. Das ist bestimmt ein, so ein spezielles Finish zwischen den beiden, wenn man mit Goku Vegeta besiegt, bestimmt. 100 Pro. Ja, Base Vegeta oder Base Goku, bin ich mal gespannt drauf. Konnten sie New Challenger nicht nehmen? Cooler. Ich meine, er ist schon cool. Ich zeig mir selber die Tür gleich. Ich zeig mir selbst. Ich weiß, wo die Tür ist. Ich helfe mir gleich selber raus. auf jeden Fall cooler Hammer. Sie müssen Golden Cooler drin haben aus Dragon Ball Heroes. Das wäre Hammer gewesen. Leider heißt der nicht drin, Golden Cooler. Weil der sah richtig Hammer aus. Ich würde mir ja wünschen, dass sie den drin haben. Golden Cooler. Das ist geil. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wurde bei dem jetzt davon herauskommt? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber meistens tun sie sowieso keine Release-Daten sozusagen. Aber ich bin auf jeden Fall schon sehr, sehr gespannt auf ihn. Ich muss mir sowieso einen Season Pass muss ich mal allgemein noch holen, damit ich Bardock, Broly, Vegetto bekomme. Wer war noch, wer da als DLC dabei kam? Auf jeden Fall jetzt Base Goku, Base Vegeta, cooler, 7 Charaktere allein schon mit dem Season Pass, das ist nicht schlecht. Und man bekam ja auch noch Blue Goku und Blue Vegeta noch dabei. Also es sind sehr viele Vegeta und sehr viele Gokus im Spiel. Ich meine, es gibt allein schon Super Saiyajin Goku, Super Saiyajin Vegeta ist drin. Und dann Blue und Goku und Vegeta sind auch noch als Download mit drin. Also es sind sehr viele Vegetas drin und sehr viele Gokus. Also wer Fan von den beiden ist, kommt hier nicht zu kurz, das ist definitiv nicht. Aber ich bin schon sehr, sehr gespannt drauf. Auf jeden Fall. Auf allgemein, Dragon Ball Fighters ist jetzt kein schlechtes Kampfspiel. Ich muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen. Ich habe so ein bisschen Probleme damit mit dem Kampfstil von dem Ganzen, da ich die Xenoverse-Spiele gewöhnt bin. Aber da werde ich schon noch reinfinden, denke ich schon. Aber Leute, wir sind kurz von den 1000. Abonnieren. Teilen das Ganze, an die Freunde weiterempfehlen und dann schaffen wir die 1000 noch diese Woche. Und deswegen würde ich einfach mal sagen, wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mir auf der rechten Seite ein Abo da lassen, Daumen nach oben und teilt es mit euren Bekannten. Und dann sieht man sich beim nächsten Video wieder. Bis dahin und tschüss.